Hey, hey Leute und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest 3D 4K. In der letzten Folge haben wir Kakariko erreicht und gleich mal das königliche Grab am dortigen Friedhof inspiziert. Klingt makaber, war aber notwendig. So sind wir nämlich an die Hymne der Sonne gelangt. Und es gibt jetzt hier noch irgendwo eine Höhle. Ich habe sie am... Ist das hier? Okay, ich habe sie am Ende des letzten Parts ja leider nicht mehr gefunden, beziehungsweise ich konnte es auch gar nicht mehr, weil aus irgendeinem Grund die Zeit vergangen ist oder so. Eigentlich dürfte das gar nicht der Fall sein. Ich weiß nicht, was da los war. Ist auch ganz egal. Kümmern wir uns schnell um den Redead, bevor er sich um uns kümmert. Und dann werden wir feststellen, dass hier eigentlich gar nichts ist. Aber was macht man in so einem Fall? Man probiert einige Dinge aus. Und wie wir erfahren haben, ist die Hymne der Sonne auch dazu da, um, auf Redeads zu wirken. Und genau das sollte dieser Redead aussagen. Spiele an dieser Stelle die Hymne der Sonne, denn ich bewache diese riesige Truhe. Muss man natürlich erstmal drauf kommen, aber ich denke schon, dass es okay ist. Ich meine... Jeder, der einen geheimen Raum findet, aber keinen Preis dafür, wird erstmal sämtliche Dinge ausprobieren. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Spiels hat man ja noch nicht so viele Möglichkeiten. Die Hymne der Sonne gibt es ebenfalls am Friedhof. Ich glaube, da kann man durchaus drauf kommen und wir sacken unser nächstes Herzteil ein. Ein weiteres bekommen wir jetzt zwischen 18 und ich glaube 20 Uhr oder was, 21? Ich schaue nochmal ganz schnell nach. Hier bei Boris dem Totengräber 18 bis 21. Okay. Er veranstaltet nämlich die grausige Grabgruseltour. Und das ist ein Spiel, was einfach nur auf den Sack geht. Denn hier, oder reden wir erstmal mit ihm. Er sieht, by the way, aus wie der Glöckner von Notre Dame. Hey, Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabhuseltour. Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und wir finden's heraus. Willst du, dass ich hier grabe für 10 Rubine? Mach mal. Ja, wir können ihn jetzt nämlich bei all diesen Sandstellen rund um den Friedhof graben lassen. Und mit viel Glück, mit sehr viel Glück, bekommen wir ein Herzteil. Da ich schon habe durchsickern lassen, dass das ziemlich frustrierend sein kann und aufs Geld geht, werde ich hier wahrscheinlich schneiden, denn man braucht normalerweise wirklich sehr viele Versuche. Es ist vom Glück abhängig und gefühlt taucht das Herz halt nur zu 5% auf. Ich mache jetzt hier noch den Versuch live, danach werde ich schneiden, um euch das zu ersparen. So, was kriegen wir? Einen Rubin. Ja. Toll. Digga, was los? Das ist doch einfach Betrug. Du, das ist Betrug. Das ist einfach... Ja, da ist es! Okay, es ging vergleichsweise sogar recht schnell. Normalerweise muss man hier nämlich schon so ein, zwei Mal seinen Rubinvorrat wieder auffüllen. Und wo das geht, das zeige ich euch heute auch noch. Aber jetzt lassen wir es erstmal Tag werden in Kakariko. Wir wollen uns die Stadt nämlich mal genauer ansehen und doch die ein oder andere Nebenquest erfüllen. Oh yeah.
Guten Morgen, die Sonne geht auf und Kakariko erwacht. Jetzt am Tag ist die Stadt natürlich viel lebendiger und das sieht man schon direkt hier an diesem Baum, wo nachts noch dieser in sich gekehrte, depressive, komische Typ war, ist jetzt der lachende alte Mann. Was ist denn los? Ich bin der Chef der Zimmerleute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Joa, wenn ich so in die Gassen gucke. Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Oha, könnte es vielleicht sein, dass das der Typ ist, den wir vorhin getroffen haben in der Nacht? Er hat ja auch gesagt, er hasst seine Eltern. Ich sag dir, die jungen Leute sind so nichts mehr zu gebrauchen, ey. Nur vor der Konsole oder vor YouTube. Da hab ich nichts zu tun mit. Kleiner Spaß. Ja, wir können jetzt bei Tag eine Sidequest erledigen. Aber ich würde ganz gerne erst einmal hier oben das Story-Relevante erledigen und mit der Wache sprechen, die den Weg zum Todesberg bewacht. Hi. Ey, das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch ein Kind. Sicher kannst du gar nicht lesen. Ja, sehr witzig. Mal sehen, ob du mich, nachdem du das hier gesehen hast, immer noch vom hohen Ross aus bewertest. Guck mal. Oh, das scheint... In der Tat, es ist Zeldas Handschrift. Lass mal sehen. Okay. Dies ist Dommy. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Gut, das hätte ich so jetzt vielleicht nicht geschrieben, Prinzessin Zelda, weil ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch recht leicht Panik ausbrechen kann, aber... Naja, solange wir durchkommen... Was ist das denn für ein seltsames Vorhaben? Wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwergenheld. Fühlt sich immer noch cool. Ach, Herr Nachwuchsheld. Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungs-Items kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen, dann lauf ruhig weiter. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen, doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann dir nicht weg. Mein Job. Ja, nee, ist klar. Erstmal mich runtermachen und dann um einen Gefallen bitten. Aber gut, er hat schon recht. Wir brauchen einen starken Schild, denn unser Kukiri-Schild ist ja nur aus Holz und würde in der Vulkangegend verbrennen. Der Grund, warum ich den nicht sofort besorgt habe, als wir beim Marktplatz waren, war ganz einfach. Ich wollte noch nicht so viel Geld ausgeben. Ich weiß, dass das sehr teuer sein kann und, ne? Man muss auf seine Groschen schauen. Zwar gibt es einen guten Platz, wo man Geld farmen kann, aber... Den zeige ich euch später. Jetzt erstmal zu einer anderen Quest. Oh, meine Hühner sind davongerannt. Bitte fange noch 6 weitere. Genau, sie hat eine Federallergie und da gab es dann wohl eine Situation, wo alles ein bisschen eskaliert ist. Jedenfalls, 7 Hühner sind ihr entwischt und wir helfen ihr jetzt, die wiederzubekommen. Ich weiß, dass es 2, 3 an ungünstigen Stellen gibt, die man wiederum nur... erreichen kann, wenn man bereits einen Huhn trägt, denn wie man hier sehen kann, ist es uns möglich, dadurch ein bisschen durch die Lüfte zu gleiten. Und dieses Huhn ist auf jeden Fall eins davon. Jetzt bin ich mir noch nicht mehr sicher, gab es oben bei der Windmühle noch eins oder nicht? Doch, okay. Gut, dass wir da nochmal nachgeschaut haben. Das schmeißen wir jetzt einfach mal hier hin. Genau, dann können wir uns das später abholen. Mehr ist hier oben aber nicht, oder? Nee, keine geheime Truhe.
nothing. Eins befindet sich noch in einer Kiste, daran erinnere ich mich. Und ein weiteres ist auch noch an einem recht unzugänglichen Ort. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so schwer zu erreichen wie dieser Punkt hier. Weil, ja, wo wir uns gerade befinden, das ist sowieso ein relativ schwer zu erreichender Punkt in Kakariko. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir da ohne Huhn hinkommen. Na, kommst du her? Weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die nach der Quest erneut herumlaufen oder in ihrem Gehege bleiben. Ich glaube eher letzteres. Ah, hier, das war das andere Huhn, das ich meinte. Genau. Ja, ja, da müssen wir erstmal hier um den Block. Und dann ebenfalls hinter den Zaun fliegen. Alles klar. Ja, gar nicht so schwer. Klar, beim ersten Mal spielen kann es ein bisschen dauern, bis man die Position der Hühner gefunden hat, aber bei mir ist dann doch noch ein bisschen was hängen geblieben. Alles klar. Zweites Huhn. Da hinten ist auch noch eins oder was? Nee, sah nur so gerade aus wie ein Huhn, aber ist keins. Dann hier die Nummer 3, die mir jetzt schon fast entlaufen ist. Vorsicht, nicht nochmal durch die Tür gehen. Da habe ich draus gelernt auf der London Farm. Das brauche ich nicht nochmal. So, die Nummer 3. Dann haben wir noch eins bei der Windmühle zwischengelagert. Aber ich glaube, ich hole jetzt erstmal das aus der Kiste. Bäm. Das ist dann meine Nummer 4. Ah, wenn es nicht entwischen würde, bleib stehen! Bam. Aber Vorsicht, nicht zu sehr auf die Hühner eindreschen, Leute, ihr wisst Bescheid. Hühner sind die stärksten Gegner in Zelda-Games. Mit denen will man es sich wirklich nicht verscherzen. Glaubt es mir. Ihr werdet es bereuen. Also, Huhn Nummer 4. Dann haben wir da unten noch eins rumlaufen gehabt. Ich glaube, das war auch noch eins, was wir zwischengelagert haben. Wir sind auf so viele Hühner gestoßen innerhalb kürzester Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr. Hin vor lauter Federn, aber eins habe ich noch vergessen. Ich glaube, das beim Eingang von Kakariko, oder? Holen wir das erstmal. Ja, genau. Und dann kommen wir auf 7, hoffe ich mal. Weil sonst stehe ich auf dem Schlauch. Die Quest kann zwar ein bisschen dauern, aber sie hilft auch dabei, Kakariko etwas besser kennenzulernen. Und ja, wir werden uns später hier auch mal umsehen. Es gibt zwar nicht allzu viele wichtige Orte, aber ich denke schon, dass es die Stadt verdient hat, besichtigt zu werden. Früher lebten die Shika hier, jetzt das einfache Volk. Und wo ist das Huhn hin, das ich hier zwischengelagert habe? Ah, okay, ist runtergesprungen. Puh, ich dachte schon, es wäre jetzt wieder an dem Ort zurückgespawnt. Was doof wäre. Denn wie gesagt, man kommt dann nur hin, wenn man bereits einen Huhn trägt. Und auch hier oben übrigens kann man geschickt mit einem Huhn hinkommen. Da müsste es ein Herzteil geben, aber es gibt noch eine legale Lösung. Wir werden den normalen Weg nehmen. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Warum ist sie dann diejenige, die dafür zuständig ist? Verstehe ich nicht ganz. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Unsere zweite Flasche. 4 müsste es insgesamt geben. Yay! Okay. Ja, dann werden wir fürs Erste durch mit Kakariko. Wir haben alles vom Friedhof, was wir bekommen können, denke ich mal. Wir haben die Hühner eingesammelt und wir haben mit der Wache gesprochen. Jetzt geht's... Ah, wobei, nein, wir können noch etwas erledigen, aber das ist, glaube ich, tageszeitunabhängig. Und das ist auch in dem Bereich, wo wir gerade waren, in diesem geheimen Bereich. Aber da ich ja sowieso noch plane, Kakariko ein bisschen genauer zu besichtigen, können wir das dann gleich damit verbinden. Jetzt geht's erst einmal zurück nach Hyrule. Wir wollen der Wache helfen und eine Maske besorgen. Masken sind übrigens in Ocarina of Time nicht so wichtig wie in Majora's Mask, dem Nachfolger von OOT. Die haben hier nur eine untergeordnete Rolle, aber es gibt eine, ja, etwas längere Quest damit. Und die beginnt hiermit. Aktuell besitzen wir aber auch nur 9 goldene Skultulas und ich bin mir relativ sicher, dass es hier drin noch eine gibt. Das wäre perfekt, weil wir ja für 10 schon in Kakariko
unseren ersten Preis bekommen können. Ich bin nicht mehr sicher, wo die war, aber war sie nicht in einer Kiste? Ich hoffe es. Yes! Okay. Damit müssten wir jetzt 10 haben. Ich gucke nochmal kurz nach. Beste. Perfekt. Eigentlich recht gut, dass wir die Kakariko Ekuno noch nicht gemacht haben. Wir können gleich mehrere Dinge miteinander kombinieren. Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Ey, das bleibt aber unter uns, okay? Egal, vielleicht können wir ja etwas Dampf ablassen, indem wir ein paar Krüge zerschlagen. Stell dich vor einen Krug und drücke A, um ihn anzuheben. Drückst du nochmal A, wirfst du ihn. Ja, und das hier ist der Ort, wo man perfekt Rubine farmen kann, denn es gibt hier wirklich viele in den Krügen. Ihr müsst sie gar nicht werfen, es reicht, sie mit dem Schwert zu zerschlagen. Und ja, ein Blick auf den Rubin-Counter zeigt schon, was man hier so verdienen kann. Ihr kommt hier locker auf die 99. Und deshalb ist das auch der perfekte Ort, um Rubine für das Boris-Minigame zu besorgen. Ich hatte jetzt sogar noch relativ viel Pech mit meinen Krügen. Also eigentlich kann man hier noch viel, viel mehr bekommen. Aber ja, okay. Ich leg's auch nicht drauf an. Die 74 werden hoffentlich reichen, um das Sonderangebot des starken Schilds in Anspruch zu nehmen. Wenn wir schon mal da sind, wird's, denke ich, auch Zeit für ein kleines Minispiel. Aber wir müssen, glaube ich, so oder so hin und her laufen, zwecks der Maske. Deshalb machen wir erstmal die Maskenquest, oder? Ja, sprechen wir mal mit dem Dude. Übrigens ist die Mission auch erst ab jetzt verfügbar. Vorher ist der Laden noch geschlossen. Und der sieht richtig, richtig schelmisch aus. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst nicht auch du gerne ein Bote der Freude? Pass auf, ich leih dir eine Maske, du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst du auch glücklicher sein. Vertrau mir. Nicht nur in Majora's Mask ist der Typ übelst creepy und seltsam, schon in OOT. Aber wir helfen ihm und verkaufen die Fuchsmaske. Preis 10 Rubine. Der letzte Schrei, sehr angesagt. Fun Fact, früher dachte ich immer, das wäre eine Pikachu-Maske. Weil die gibt's ja auch in Smash Bros. Und da habe ich sie, glaube ich, zum allerersten Mal gesehen. In Smash Bros. Melee, genau. Und ich dachte damals einfach, es wäre eine Pikachu-Maske. Weil ich habe damals halt keinen Zelda gespielt. Aber es ist ein Fuchs. Und zwar ein Fuchs, der in der japanischen Mythologie eine Besonderheit hat. Dieser Neunschwanz-Fuchs. Oder waren es 9? Waren es 7? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe mal in Majora's Mask, glaube ich, drüber gesprochen. Trage sie mit, um sie zu zeigen. Wetten, du machst dich damit beliebt? Mir fällt gerade ein Fehler auf, übrigens. Er hat ja von Schild zu meiner Linken gesprochen. Was in der normalen Version bestimmt auch stimmt. Aber in Master Quest ist ja alles gespiegelt. Hier ist das Schild zu meiner Rechten. Wobei von ihm aus gesehen zu seiner Linken. Egal. Maskenhändler, bitte das Schild lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft. Wir leihen sie dir nur. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probier's einfach mal aus, der Maskenhändler. Das ist ein ziemlich seltsames Marketingkonstrukt. Aber es scheint zu funktionieren, also von daher. Gut, dann bringen wir die Maske mal vorbei, weil wir müssen ja doch tatsächlich hin und her laufen. Dann machen wir das Minispiel später. So, dachte mir, einmal den Laufweg zeigen reicht. Jetzt wird gecuttet. Ach, und die Hühner sind tatsächlich wieder frei. Okay. So, ich setz mal die Maske auf und spreche mal mit einem Dude. Weil die reagieren dann besonders drauf. Hey, 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 das darfst du aber nicht, mich so erschrecken. Aber ich dachte, diese Maske sei der letzte Schrei. Der war jetzt gar nicht begeistert davon. Vielleicht ja nur irgendein Typ, der das nicht richtig appreciaten kann. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Naja, also
Ich krieg sie ja zumindest verkauft. Mir kann's ja egal sein. Aber tatsächlich feiern die Leute in Hyrule diese Maske gar nicht so sehr, wie behauptet wird. Warum, ist die Frage. Keine Ahnung, weiß einer Bescheid? Gerne in die Kommis posten. Ha! Denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey! Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Scheinbar nicht. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wär's, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Klar, Mann. Das ging jetzt schnell. Pff, jetzt hat er selber auf. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musstest, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Wow. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Stimmt, wir haben noch gar nicht bezahlt. Wir müssen ja jetzt erst bezahlen. Deswegen ist das Verkaufssystem ja auch so strange, aber okay. Ich will es nicht hinterfragen. Wir sehen uns gleich beim Maskenhändler wieder. Hallo, Chef. Ich war erfolgreich. Du hast sie verkauft? Fantastisch. Dann zahlen wir nun meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Und wir können uns nun die nächste leihen. Die Schädelmaske. Preis 20 Rubine. Eine gehörnte Totenschädelmaske. Uiuiui. Also wenn man sich bei der erschreckt, könnte ich das schon eher verstehen. Du fühlst dich wie ein böses Monster damit. Oh oh. Will ich das wirklich? Tja, zu wem sie passt, erfahren wir ein andern Mal. Jetzt geht's hier rüber zur Schießbude. Da müsste man eigentlich schon was erreichen können. Oder? Schießbude. Ein Spiel kostet 20 Rubine. Es gibt 10 Ziele. Du hast 15 Versuche. Nutze deine Chance. 10 Treffer, Überraschungspreis. 8 bis 9 Treffer, zweite Chance. Und 0 bis 7 Treffer, Chance vertan. Dies hasst der Betreiber. Leute, die an der Theke lehnen. Leute, die andere belästigen. Okay, okay. Warum sehen die eigentlich alle so komisch aus? Naja. Hey, willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Also gut. Das hier ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziel genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieß mit B. Fertig? Dann los. Okay, so schwer ist es, glaube ich, gar nicht. Also ich habe es jedenfalls als sehr machbar in Erinnerung. Eins. Oh, fuck. Okay, einmal daneben, aber ich habe ja 15 Schuss. Boah, in der Luft. Jetzt auf beiden Seiten schnell sein. Okay, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Yes! Ich bin begeistert! Klasse! Göttlich! Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich! Wuhu! Du hast eine große Munitionstasche für Dekukerne erhalten. In der Tasche kannst du 40 Dekukerne aufbewahren. Nice! Na, das hat sich doch gelohnt, oder? Und es ist wirklich nicht schwer, also First Try ist hier durchaus machbar. So, jetzt wollen wir aber bitte nicht vergessen, warum wir überhaupt hergekommen sind. Nämlich wegen des starken Schilds. Ich bin nur nicht ganz sicher, wo der normale Itemladen ist. Wir haben uns ja auch den Marktplatz noch nicht angeguckt. Wollen wir auch heute nicht machen. Ah, hier ist richtig. Okay. Das machen wir alles später. Wir machen nur das Nötigste und gucken hier mal kurz rein. Willkommen! Denn es geht um den Heilerschild. Was? Und trotz des Sonderangebots kostet der 80 Rubine? Das kann doch gar nicht sein. Kann man nicht irgendwie feilschen? Mein heißester Artikel ist zurzeit der Heilerschild. Aber für dich ist er wohl eine Nummer zu groß, Kleiner. Hä? BTF? Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die hallianische Schilde frisst. Ja, auch das kann passieren. Ich dachte, der wäre viel günstiger. Haben wir überhaupt 80? Nein, haben wir natürlich nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mal auf Kaufen, obwohl ich das Geld nicht habe. Was sagt, reicht nicht aus. Hä, was zum Teufel? Hat es mit dem Sonderangebot nicht geklappt? Oder kostet der normalerweise tatsächlich mehr als 80?
Nach meinen Erinnerungen war nämlich 80 der Standardpreis und mit Rabatt 60 oder 40. Hä? Naja, an sich ist es kein Problem, wir können ja hier easy an Geld kommen, aber... Ich wollte halt schon gerne diese Rabattaktion ausnutzen. Naja, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, ihr werdet das wahrscheinlich besser wissen. Vielleicht kann man den ja wirklich erst kaufen, wenn man mit der Wache gesprochen hat und vorher kostet er einfach mehr als 99. Würde auch Sinn machen, ja. Wie dem auch sei. Wir haben innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld verdient und können uns das Ding jetzt kaufen. Ach, warte mal. Die Wache in Kakariko schickt dich? Nun, dann werde ich dir einen guten Preis machen. Dein Ernst? Jetzt musste ich doch weniger zahlen, oder was? Der Heilerschild. Gehe ins Ausrüstungsmenü und berühre den Schild, um ihn auszurüsten. Wie viel haben wir gezahlt? Wir haben 40 Rubine gezahlt! Hä? Und warum muss ich trotzdem die 80 vorweisen? Das macht doch gar keinen Sinn, Nintendo! What? Nintendo-Logik ist da. Nein, mehr kaufen wollen wir nicht. Junge, Junge, Junge. Wir müssen einfach trotzdem die 80 Rubine besitzen. Das ist so schwachsinnig, aber naja. Der Haier-Schild, ein großer Schild, wie ihn die Haier-Ritter tragen. Er ist leicht, robust und feuerfest. Und schaut geil aus. Yeah. Und zurück in Kakariko. Die Sonne geht zwar langsam unter, seltsamerweise schon um 16 Uhr, aber okay. Egal. Die ganzen Leute sind noch da, wir können unsere Tagesexpedition auf jeden Fall noch durchziehen. So, was gibt's denn alles zu sehen in Kakariko? Das ein oder andere Haus ist relevant. Manche eher nicht. Aber ich möchte den Flair gerne einsammeln, weil es ist einfach so schön designt. Guckt euch den Teilheitsgrad an, es ist so nice. Vor allem in 4K. Geilomat. Und dieses LP soll ja auch ein bisschen die ultimative OOT 4K-Version auf meinem Kanal sein. Oder generell das beste OOT-Let's Play auf meinem Kanal. Da will ich dann auch möglichst alles zeigen. Und was ist mit dir los? Warum wackelst du so mit den Boobs? Wirkt bei mir nicht. Sie ist jetzt nicht so ganz mein Typ, sagen wir mal so. Hey Kleine, bist du zum ersten Mal in Kakariko? Die mächtige Impa, eine großartige Frau, hat das Dorf für einfache Leute wie uns erbauen lassen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Das Essen ist allerdings noch nicht fertig. Oh, die würde mir sogar Essen anbieten. Okay, da habe ich nichts gesagt. Die ist ja voll lieb. Hat offenbar zwei Kinder. Oder ist das das Bett von ihrem Mann und ihr? War ja stocknett, also müssten da schon noch zwei Kinder hinpassen. Wie auch immer. Das erste kleine Häuschen. Bescheiden, aber hübsch eingerichtet, bin ich der Meinung. Wir haben ja vorhin kurz reingelurcht. Da war dieser Dude. Oh, ein Job, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst. Da fällt mir nur Diebstahl ein. Du findest, das wäre keine gute Idee? Nein, finde ich nicht. Aber du kannst ja YouTuber werden. Spaß. Also wirklich, ich arbeite 24/7. Glaubt kein Mensch, aber ist so. Man kann es natürlich alles viel billiger machen. Aber, nee. Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er ja auf dem Friedhof. Ah, richtig, richtig. Auf dem Friedhof gibt es, zu einer bestimmten Tageszeit tatsächlich einen Jungen. Einen kleinen Jungen, Baby fast schon. Der da herumlungert. Warum auch immer die Eltern das Kind nicht beaufsichtigen, ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Weiß aber nicht, ob es irgendwas Wichtiges mit diesem Jungen zu erledigen gibt. Glaube aber nein. So, und von diesem Turm aus ist es theoretisch möglich, mit einem gezielten Rückwärtssprung aufs Hausdach zu gelangen. Ich weiß natürlich nicht, ob das mir gelingt. Andernfalls müssten wir halt einfach das Huhn nehmen. Ich glaube, das wäre etwas besser. Und vor allem, weniger frustreich. Weil es nämlich dort noch etwas für uns gibt. Und die Höhle möchte ich mir auch mal genauer ansehen. Ich glaube zwar, dass die absolut unrelevant war, aber wir schauen dennoch mal rein. Und hier gibt es ja auch noch eine Eingangstür. Ne, zwei. Zwei Eingangstüren in ein Häuschen. Mal schauen, was da so zu holen gibt.
Man erzählt sich, es sei 16.01 Uhr. Ah, wir können uns hier zumindest einen Fisch fangen. Warte mal. Die braucht man doch auch manchmal, oder? Also irgendwann werden wir definitiv einen brauchen. Also schnappen wir uns den mal. Und sonst ist hier leider nur diese kleine Truhe mit einem 20er Rubin. Okay. Alright. Und wo führt mich das hier hin? Oh. Asas Hexenladen. Geschlossen. Bin auf Kräutersuche. Komm später wieder, wenn du es wagst. Okay. Entweder ist das erst später im Spiel verfügbar oder nur bei Nacht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich kann das ja mal abspeichern und nachreichen. Hier kommen wir auch nicht rein. Wer ist da? Schon wieder so ein Rattengesicht, das durch die Hintertür kommen will. Rattengesicht, ich muss dir ein paar interessante Neuigkeiten erzählen. Der Chef der Zimmerleute hat einen Sohn. Es ist der Typ, der jeden Abend beim Baum herumlungert. Ach, tatsächlich? Erzähl dem Chef bloß nicht, dass ich dir das gesagt habe. Okay. Mhm. Tja. Die Familie ist, glaube ich, ein bisschen aus dem Lot geraten. Schade eigentlich. Weiß nicht, ob wir was für die tun können. Ich glaube fast nein. So, und jetzt mit dem Huhn. Oder? Kommen wir da dann hin? Was? Oder kommt man da tatsächlich nur vom Turm aus hin? Muss ich diesen Sprung schaffen? Diesen komischen Rückwärtssprung? Als ob. Gut, genau genommen soll man da legal eigentlich auch erst später hinkommen. Aber ich war mir sicher, dass man schafft das schon jetzt. Ha, vielleicht stelle ich mich einfach nur blöd an. Ich überlege mir da mal was. Und wir versuchen es im nächsten Part nochmal. Schauen wir uns stattdessen noch dieses Häuschen an. Oder erstmal hier rein, weil das ist relevant. Da ist das Haus der Skulltula. Boah, ist das cool. Sieht sehr cool aus. Wir sehen so aus, weil auf uns der Fluch der Skulltulas lastet. Aber du hast den Skulltulas zerstört, daher lässt nun langsam die Wirkung des Fluchs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skulltulas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Seine Kinder. Ah, ich bin verflucht. Okay, jetzt müssen wir natürlich das richtige Kind finden. Ah, ich bin verflucht. Wer gibt uns was für 10 goldene Skulltulas? Ich bin verflucht, ja. Ach so, der hat sich schon zurückverwandelt. Hier. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Wir haben die große Geldbörse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse und kannst 200 Rubine tragen. Oh, yay. Das heißt, noch mehr Krüge zerstören. Okay. Ich glaube, das letzte Häuschen ist dann das hier. Was ein besonderes. In diesem Haus lebte einst die mächtige Impa. Es ist nun für alle Dorfbewohner geöffnet. Du kannst auch hinein. Dieses Dorf gehörte einst den Shika, aber jetzt kann hier jeder leben. Geil. Klar, die Windmühle gibt's auch noch, aber die behalte ich mir für später. Weil wir da sowieso dann mal rein müssen. Ja, und hier ist das erwähnte Herzteil, was man von dem Balkon aus erreichen kann. Aber noch nicht jetzt. Ach, da ist ja doch jemand. Hey, betrittst du fremde Häuser immer unaufgefordert? Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Na egal. Hast du die Frau hinter dem Haus gesehen? Sie hat es zurzeit nicht leicht. Na egal. Sollte die Frau mal etwas über Hühner erzählen, hör ihr gut zu. Warum ist ihm alles egal? Und dann redet er trotzdem wie ein Wasserfall. Seltsamer Typ. Okay, Leute, ich habe mich vorhin vertan. Ich habe ein bisschen was ausprobiert gerade und gemerkt, es war kein Rückwärtssalto, den man braucht, um hier raufzukommen, sondern ein seitwärtlicher Sprung. Alles klar. Und, wie geht's?
Hey, schön dich hier zu sehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Ein Herzteil! Ja, er kommt nicht mehr von diesem Dach runter, hat sich damit abgefunden, genießt jeden Abend die Sicht auf den Todesberg und freut sich so sehr über Besuch, dass er uns ein Herzteil gibt. Und damit endet diese Folge. Ja, ja, wir haben unser 5. Herz bekommen, 4 Herzteile insgesamt. Ich denke, das ist sehr erfolgreich. Wir haben Kakariko ganz gesehen, wir haben die Schießbude gemacht, Maskenquest eröffnet und nächstes Mal geht es dann wieder weiter. Mit der Hauptquest, wir werden den Todesberg besteigen. Verpasst das auf keinen Fall. Bis bald.